Ein herzliches Willkommen, liebe Gäste des offenen Kanals Magdeburg. Sie sind heute zu Gast in der Magdeburger Pauluskirche. Wir werden gleich einen musikalischen Gottesdienst erleben, auf den sich bereits der Kammerchor der Biederitzer Kantorei und Solisten und Instrumentalisten vorbereiten. Auch ein herzliches Willkommen allen Musikerinnen und Musikern am heutigen Tag. Georg Philipp Telemann ist sicherlich einer der berühmtesten Söhne Magdeburgs. Und nach Ansicht derer, die seine Musik lieben, ist er noch nicht immer so anerkannt, wie es in ihren Augen ihm eigentlich würdig wäre. Ganz anders geht es den Musikerinnen und Musikern hier, die sich mit Leidenschaft seiner Musik widmen und das schon seit Jahren. Aber woran Sie, liebe Gäste, heute teilhaben, ist mehr als ein Konzert. Es ist ein Gottesdienst. Die Musik, die unser Herz bewegt, stellt sich nämlich ganz in den Dienst der Worte und der Ereignisse, von denen sie erzählen. Es ist die Passion, die Leidensgeschichte von Jesus Christus, so wie wir sie kennen aus dem Evangelium nach Matthäus. Sie wird dramatisch erzählt, mit Worten aus anderen Teilen der Bibel verbunden, und dann geht sie über auf uns in Liedern, in Chorälen, wie wenn wir in die Musik mit einstimmen könnten. Georg Philipp Telemann hat sich das so gedacht, dass man gar nicht davon kalt gelassen werden kann, von dem, was wir hören. Und so macht er uns als Zuhörerinnen und Zuhörer zu Mitwirkenden. Die Lieder, die dabei erklingen, gehören zum Fundus der evangelischen Kirchenmusik und des Gemeindegesangs zur Zeit von Telemann. Und sie konnten also zu seinen Zeiten ganz leicht mitgesungen werden. Manches davon ist uns heute weiter vertraut und manches vielleicht auch weniger. Aber Georg Philipp Telemann wollte es nicht dabei belassen, dass sozusagen vorne aufgeführt wird und dann ist man im Publikum mit dabei, sondern er verbindet uns alle zu einem großen musikalischen Ereignis und zu einem Gottesdienst. Der Lebensweg Jesu hat sich derart tief in die Geschichte der Menschheit eingeschrieben, dass er uns auch heute ungemein kostbar ist. In einer Zeit, die so tief vom Leiden der Menschen geprägt ist und in der wir nach den Quellen für eine bessere Menschlichkeit suchen, öffnet uns diese Musik die Gedanken, die Herzen und unser Handeln. Wo wir die Spannung spüren zwischen dem Gefühl, dass uns unser Leben nicht so sicher ist, und dem Aufbegehren dagegen. Und wo wir bei Jesus mitten in seinen Kämpfen etwas von der Tiefe eines Vertrauens spüren können, die das Leben in hellen und in dunklen Momenten trägt. Und da wir uns manchmal in dunklen Momenten unseres Lebens befinden, ist es umso schöner, dass die Musik und die Worte, die darin zur Sprache kommen, sie erhellen. Ach Gott, möchte doch die Musik uns berühren. Möchtest du uns mit ihr berühren und da treffen, wo unsere besten Beweggründe in uns geweckt werden? Halte uns offen für das, was du in uns bewegen willst. Die Passion, das ist ja das Leiden Jesu, in dem sich das Leiden unzähliger Menschen wiederfindet. Und die Passion ist auch deine Leidenschaft, die so sehr daran hängt, dass es mit uns Menschen auf der Erde gut wird. Dafür hat sich Jesus verzehrt. Uns von deiner Liebe berühren zu lassen, sind wir hier. Jetzt möchte ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Mitwirkende, noch einen Hinweis geben. Es gibt eine Stelle im hinteren Teil dieses Werkes, das sind Worte, die aus dem Evangelium nach Matthäus kommen. Da sagt das Volk,
das dabei steht, zuguckt, wie Jesus gefoltert und ans Kreuz gebracht wird, dass es ihn gekreuzigt sehen will, so ein aufgebrachter Mob. Und da heißt es, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Nachdem das jüdische Volk den furchtbaren Holocaust durchlitten hat, gab es bei vielen Christen über diese Worte ein tiefes Erschrecken. War das denn jetzt Wirklichkeit geworden? Oder waren diese Worte womöglich schon zu Anbeginn schon in der Bibel antisemitisch? Georg Philipp Thiemann gibt darauf seine ganz eigene Antwort. Er hat nämlich gleich nach diesen Worten die Liedverse zum Mitsingen gesetzt: Dein Blut komme über mich und tilge meine Sünden. Er hat es also ganz anders verstanden. Er war sich offenbar bewusst, wie sehr wir Menschen alle in die Leidens- und Todeswege der Menschheit verstrickt sind. Und er sah das Lebensende von Jesus so sehr als eine Quelle der Menschlichkeit, der Umkehr und neuer Möglichkeiten, weil Jesus sich jedem Menschen der Erde bis zu seinem letzten Blutstropfen mit unendlicher Liebe zugewandt hat und immer noch und wieder zuwendet.
ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Petrum und die 10 Söhne Zebedäi und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr schlafen ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, da des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Stehet auf, lasset uns gehen. Siehe, hier ist da, der mich verrät. Steht auf, ihr Sünder, und wacht! Steht auf, ihr Sünder!
Sünde und wach, steh auf, erneute, wisse, täte. Wie Jesus stark zum Kampfe macht, zum Kampfe, wie Jesus stark zum Kampfe. Stark zum Kampfe macht. Steht auf, ihr Sünder, und wacht, steh auf, gebeugter Missretter. In Jesus stark. Fällt dich dein Verräter bestrickt im Tod in schwarzer Nacht. Sonst überfällt dich dein Verräter bestrickt im Tod in schwarzer Nacht. Steht auf, ihr Sünder, und wach, steh auf, erneuter Missetäter. Sieh Jesus stark zum Kampfe macht, zum Kampfe, sieh Jesus stark zum Kampfe. Den Jesus stark zum Kampfe macht. Steht auf, ihr Sünder, und wach, steht auf, erneuter
Als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welcher des Königs am Werde der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, warum bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und zog sein Schwert aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte, mir den 12 Legionen Engel? Würde aber die Schrift erfüllt, es muss also gehen. Siehe, ich komme, im Buche ist von mir geschrieben, ich komme, im Buche ist von mir geschrieben, im Buche ist von mir geschrieben, ist von mir geschrieben. Sprach Jesus zu den Scharen, ihr seid ausgegangen, als zu einem Mörder mit Schwertern und mit Stangen mich zu fahren. Bin ich doch täglich gesessen bei euch und habe gelehret im Tempel und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, das erfüllet werden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Thank you.
aber Jesum gegriffen hatten, führeten ihn zu den hohen Priester Kaiphas. Dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und die Ältesten und der ganze Rat suchte falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten, und funden keines. Und obwohl viele falsche Zeugen hinzutraten, funden sie doch keines. Zuletzt traten hinzu zehne falsche Zeugen und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen soll ich ihn aufbauen und den drei Tagen soll ich ihn brauchen. Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wider dich zeugen? Aber Jesus schwieg stille. Und der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich auch, von nun an wird geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Erde zittert und Schrecken eure Brust erschüttert, wenn Wogen sich verheeret wälzen, wenn Felsen Hügel und Berge schmelzen, ach Feinde, seht die Wahrheit knirschen, sein, seht die Wahrheit knirschen. Der Erde zittert und Schrecken eure Brust erschüttert, wenn Wogen sich verheeret wälzen, wenn Felsen gehen und Berge schmelzen, da Feinde, sieht die Wahrheit knirschen. Ein paar Feinde, da sieht die Wahrheit knirschen. Wenn ich die auserwählte Seele zu meinem Begehren
erzähle. In lichte Freude Wolken hülle und sie mit ewigen Trost erfülle. Da müsstet ihr umsonst zum Gottes schreien. Da müsstet ihr umsonst zum Gottes. Erde zittert und Schrecken eure Brust erschüttert, wenn Wogen sich verheeren glänzen, wenn Felsen grün und Berge schwänzen. Ach, Feinde, seht die Wahrheit kirschen, nein, seht die Wahrheit kirschen, nein. Der Fuß der Erde zittert und Schrecken eure Brust erschüttert, wenn Wogen sich verheeren glänzen, wenn Felsen glühen und Berge schmelzen. Ach, Feinde, seht die Wahrheit kirschen. Nein, ach, Feinde, da seht die Wahrheit kirschen. Seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, ihr habt seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen, sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, Thank you.
Palast. Und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete abermal und schwur dazu: Ich kenne es Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro: Warst du es auch einer von du bist noch einer von denen, Menschen nicht. Bye.
so bald krähte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging hinaus und weinete bitterlich. Des Morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten. Bunden ihn und führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, geräumet es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was gegen uns das an, ja, sehen wir zu. Was gegen uns das an, was heißt das? Hob sich davon und erhängte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, dass wir sie in den Gotteskasten legen. Es taugt nicht, dass wir sie in den Gotteskasten legen. Es taugt nicht, es taugt nicht. Was gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt war der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest,
verklaget war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete ihm nichts.
Sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich der Landpfleger sehr verwunderte. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe, Barabbas oder Jesum, von dem gesagt wird, ihr sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nicht zu schaffen mit diesen Gerechten? Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten, Jesum aber umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, dass ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, ihr sei Christus? Sie sprachen alle: Was hat er denn übelst getan? Sie schrien aber:
dann auf mir und sprachen: Lass mich raus, lass mich raus. Erschrocknen Himmel, wild wie vom Getümmel der Mordus steigt. O, kehr zurück, o, tob so viel, betäube nicht ermessen Grimme, nicht der unsterblichen Gefühl und nicht des Mitleids sanfte Stimme, nicht mir gehört. Dass sich schon zärtlich quält und ihres Königs Seufzer zählt. Fleisch gut und kehr zurück, sonst wirst du nicht verzweifeln, bald in mein kraftvoll Herz zurück. Des Mittlers Blut, mein ewig Glück, wird über dich entsetzen Pilatus sah, dass nicht schaffete, sondern ein viel größer Getümmel ward. Nahm Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blute dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Ein Heer von Rache fallen,
erschreckte Lüfte furchtbar teilen. Sie schwächen nieder und sind gut. Sie schwächen nieder und sind gut. Entfernter Wut verderben, um sich hier zu spielen. Es löschen ihr erzähltes Blitzen, nicht meine Tränen, nicht mein Blut, nicht mein Blut. Es löschen ihr erzähltes Blitzen, nicht meine Tränen, nicht meine Tränen. Nicht mein Blut. Ein Heer von Rachenpfeilen, erschreckte Lüfte furchtbar teilen. Sie schmettern wieder und sind gut, sie sind gut, sie sind gut. Sie schmettern wieder und sind gut. Ich sehe ein Heer von Rachenpfeilen, erschreckte Lüfte furchtbar teilen. Sie schmettern wieder und sind gut. Sie schmettern wieder und sind gut. Des Landpflegers Jesum in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und sprach:
Verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, funden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Thank you.
an die Städte kamen mit Namen Golgatha. Das ist verdolmetscht, Schädelstädt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da es schmeckte, wollte es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teileten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten: Sie haben meine Kleidung unter sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Hefteten sie die Ursache seines Todes, beschrieben nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden 10 Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen: Dir, du den Tempel Gottes selbst, dich setzt du und baust ihn in 3 Tagen. Ist Gottes Sohn, der sich später hat und sagt, den Gottes Sohn. Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen:
gekreuziget waren. Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und von der neunten Stunde schrie Jesus laut und sprach: Poster Mäuler raut, du legst mich in des Todes Staub. O, sei nicht länger fern von mir, die Angst ist
Etliche aber, die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen sprachen, das Sehen kommt, Elias kommen und weg. Und Jesus schrie aber laut und verschwieg.
Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. So sagen alte, geheimnisvolle Worte der Bibel. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie viele sich über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus, nicht wie ein Mensch. So wird er viele Völker in Staunen versetzen. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Schuld willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden finden. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenige Tage nach jenen Ereignissen sprach sich herum: Er, Jesus, lebt. Wir haben ihn gesehen. Es kann gar nicht anders sein. Er ist auferstanden von den Toten. Da war es Ostern geworden. Und darum sind wir hier in der Pauluskirche mit Ihnen, unseren Gästen, verbunden und nehmen die Worte, die Jesus uns gegeben hat, als unser Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dass Gott uns segnen möchte, darum bitten wir. Er lege seine Liebe uns aufs Herz, die Kraft des Guten in unsere Hände und das Vertrauen in seine Güte in unseren Verstand. Amen. Sie, liebe Gäste, sind hier bei uns gewesen, mit dabei bei dieser Musik. Und vielleicht mögen Sie an dieser Stelle den Musikerinnen und Musikern mit Ihrem Applaus danken. Aber passt das zu einer solchen Musik? Vielleicht ist es das schönste Geschenk an die Mitwirkenden, wenn das, was Sie gehört und miterlebt haben, mitnehmen, dass es in ihnen und mit ihnen weiterleben möchte. Und dann darf ich an ihrer Stadt Dank sagen. Danke für alles, was wir hier von ihnen so klangvoll dargebracht empfangen haben.